Verschlafen war da die ÖVP bzw. auch die türkis-grüne Koalition zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man da wieder so viel verschlafen hat und die Alarmrufe nicht gehört hat? Das ist ja leider die große Dramatik, vor der wir gerade stehen. Es hat in ganz Europa keinen Bundeskanzler gegeben, der anstelle, dass er wirklich so zum Versuch hat, Ängste zu nehmen im Zusammenhang mit dem Impfen. In anderen Staaten sind da Ärztinnen und Ärzte plakatiert worden. Da hat man versucht, Ängste zu nehmen. In Österreich hat sich Kurz selber plakatieren lassen und hat auf die Plakate hinaufgeschrieben, die Pandemie ist gemeistert. Und jetzt sind wir eben planlos in diese dramatische Situation hineingestolpert. Die größten Unterstützer von Kurz, nämlich Haslauer und Stelzer, haben dann so getan, als wäre gar nichts los. Ein unwürdiges Schauspiel, wo man eigentlich kleingeredet hat, was gerade in den Krankenhäusern passiert, weil man einfach nicht zugeben wollte, dass dieser Spruch, dieser flotte Spruch im Sommer, die Pandemie gemeistert, dass der einfach nicht stimmt. Und deswegen hat die ÖVP zugeschaut, deswegen schaut die ÖVP heute noch zu, deswegen kritisiert Schallenberg den eigenen Gesundheitsminister mitten in der Krise. Und ich sage das nicht deswegen, weil es jetzt Sinn macht, dass wir uns gegenseitig das ausrichten, sondern es muss dieser Streit aufhören und wir müssen endlich aus den Fehlern lernen. Und Marketing war leider oft wichtiger als gutes Krisenmanagement. Deswegen haben andere Staaten diese Krise längst besser hinter sich gebracht wie Österreich. Und eines der stärksten Länder der Welt, eines der reichsten Länder der Welt, ist an der Spitze der Neuinfektionen und leider nicht das erste Mal, sondern den zweiten Herbst in Folge.